Schön, dass ihr noch oder wieder da seid. Wir hängen immer noch an der guten Dame, die mit mir den Boden aufwischt. Ich werde es nochmal mit Schild probieren. Was macht eigentlich nochmal der Ring? Abbrechen. Der Ring verstärkt Trefferpunkte, Ausdauer, maximale Ausrüstungslast des Trägers, zerbricht aber, wenn er entfernt. Ja, das will ich eigentlich, den finde ich eigentlich schon gut. Und Feuerverteidigung, ich glaube, ich gehe wieder auf den Hartstahlring. Ich hatte das Gefühl, da fliege ich nicht so durch die Gegend, wenn sie mit mir versucht, den Boden aufzuwischen. Weil sie macht, da macht ja nichts anderes. Vielleicht kann ich einmal zwischendurch das Schild hochhalten und werde einmal weniger von ihr weggefegt oder so. Mal schauen. Aber jetzt zum Vorbeirennen. Das schwere Schild einmal weg. Hey! So, jetzt hier irgendwie diesen Baumstamm treffen. Sehr gut. Versuch Nummer X. Versuch Nummer X. Ich weiß es mittlerweile schon nicht mehr. 7 oder 8, 6, 7, irgendwie sowas. Okay, der Sound ist irgendwie buggy gerade. Ah! Okay. Wait. Oh, was zum... Oh, what? Nein! Ach, warum beim Aufstehen? Warte mal. Da war jetzt in der Mitte gar kein Schild an ihr dran. Da war, da, also, ganz fundamentale Regeln unserer Gesellschaft aufstehen lassen, ja. Man tritt in niemanden rein, der am Boden liegt. Tut man nicht.
Und da waren rechts und links auch keine solche Blasen mehr. Ich dachte, ich muss das jedes Mal von vorne machen. Momentchen mal. Ist das ein Fortschritt, der da gespeichert wurde? Beim Boss? Kann ich jetzt einfach in die Mitte unter sie gehen und und klatschen? Dann brauche ich aber auch das Schild nicht. Dann will ich einfach vielleicht schnell sein. So, jetzt ist wieder wichtig. Baumstamm treffen. Nein! Jep. Danke. 0%. Ja, diesmal gut wieder durchgekommen. Moment. Brutzelt es vielleicht deswegen hinter mir? Mittlerweile. Ja, guck mal. Nein! Lass mich. Nein. Nein. Ja. Oh mein Gott. Yes. Wow. Nee. Hier irgendwas? Nee. Jetzt habe ich aber immer noch ein Riesenproblem. Ich habe keine Wanderflüche mehr. Aber ich kann noch Anor Londo gehen. Anor Londo ist noch offen. Kurz nochmal schauen. Was fehlte mir hier? Oh, ich habe 60.000 Seelen bekommen dafür. Ja, hier brauche ich halt Funkeltitanit von diesen Riesenviechern, ne? Das bringt mir hier auch einen feuchten. Die Großaxt könnte ich noch leveln. Dämonengroßaxt. Ich habe aber auch noch keine Schwerter oder sonst irgendwas gekriegt, mit denen ich. Ich muss noch mal ganz kurz. Wohin gucken?
War das hier? Ich glaube, das ist hier. Zum Schmied. Ob der mir jetzt endlich meine Waffe gebastelt hat, die er mir versprochen hat. Ah, Moment. Ja, 60.000 Seelen. Ja, warum nicht? Hi. Ich hab dir Gegenstände gegeben. Keine Ahnung, wisst ihr was? Ich krieg's auch so hin. Ich bin schon auf 40 Stärke. Auch nicht schlecht. Wie viel brauchte ich nochmal für den, damit ich Havels Schild benutzen kann? 50 Stärke. Reicht in 100 Jahren nicht. So, zumindest die Wildschweine sind weg. Die hatte ich schon gemacht. Und dann ist es ganz wild da oben. Das heißt, ich muss gar nicht zu den Geistern runter, bisher. Weil wenn ich hier die letzte Herrscherseele krieg, was will ich dann bei den Geistern? In dem Fall ist das ein optionales Ziel und dadurch, dass ich die Wanderflüche jetzt halt nicht mehr habe, habe ich sie nicht mehr. Pech gehabt. Optionales Ziel vorbei. So. Ah, hier war einer hinter mir. Stimmt, ich vergaß. Ey, 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 Leute, Leute, Leute. Stopp, 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 stopp. Langsam, langsam. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich hier noch nicht hin sollte. Weil die mir so viel Schaden gemacht hatten. Nee, weil ich denen so wenig Schaden gemacht habe. Aber es geht.
Hättest du jetzt nicht einfach sterben können, dämlicher Bogenschütze? Nein! Verdammt! Hatte ich meine Axt noch mal hochgelevelt, um da lang zu gehen? Kann sein. Da unten lang zu gehen? Nee, hatte ich eigentlich nicht. Ach so, ich bin ein bisschen in Stärke gelevelt wahrscheinlich mittlerweile. Das ein Ticken mehr Schaden mache ich nämlich. 218. Habe ich irgendwas, was mehr Schaden als 218 macht? Ja, den Drachenzahn jetzt, oder? So, ich verprügel euch jetzt mit einem riesigen Drachenzahn. Schauen wir mal. Bisschen nervig gegen den Bogenschützen da oben. Ich muss ein bisschen mit Waffen hin und her switchen wahrscheinlich. Aber was soll's. Könnte ich eigentlich schon mal vorbereiten. Ich meine, dann bin ich jetzt sehr langsam, aber egal. Oh, in welcher Reihenfolge habe ich die Bosse bisher besiegt? Das ist ja mal eine Frage, ey. Also erst den Tauros. Dann die Gargoyles. Nach den Gargoyles. Bin ich zu Quelaag? Hab Quela, glaube ich, auch besiegt. Ein bisschen hin und her gerannt dann noch und dann irgendwann Quela besiegt. Die Glocke geläutet, zu den Schlangen gegangen, Eisengolem. Dann nach dem Eisengolem die Dick und Doof oben, hier Ornstein und Smaug. Danach bin ich zum Lavastromdämon. Den habe ich direkt besiegt. Dann habe ich den Schmetterling gemacht, dann Sif. Dann Nito. Dann. Und das hast du ja mitgekriegt. Da warst du ja dann schon dabei. Nito und dann. Jetzt eben diese. Oder war noch einer dazwischen? Fehlt da noch irgendwo einer? Ich glaube, das war's. Oh. Könnt ihr mal. Okay. Moment. Oh. Alter. Diese Waffe schlägt ja so langsam zu, ey. Schmetterling, danach Sif, Nito, Feuerdämon, Tausendfüßler. War das eine Hexe? Ja, und zwischendrin ist noch irgendwo dieser, auf dem Weg zu Nito war noch dieser Dreiköpfige, also dieser, der mir das Entfachen lehrt, ne? Der ist auch noch dabei. Weiß ich gar nicht. Ich dachte nicht. Ich dachte irgendwie hieß, der hieß, glaube ich, irgendwie Mehrköpfiger oder so. Aber es kann auch sein, dass der Feuerrad hieß. Weiß ich nicht mehr. Ein Feuerrad habe ich nicht platt gemacht, sondern der mir durch das Ritual lehrt zum Entfachen. Also, weiß ich nicht. Ja, komm mal her, du.
Ah, es ist schon geil, mit diesem riesigen Ding denen eine auf die 12 zu geben. Bonk. Ja, viermal auf die Kleinen draufhauen, dass sie sterben, ist schon ein bisschen meh. Ja, ich weiß, du mit deinem Bogen. Ich hab dich schon im Kopf, dass du da hinten auch noch rumgammelst. Ich find's grad voll geil. Machst du mir was? Ja, du machst mir was. Autschi. Oh nein. Okay, da reicht ein leichter Schlag bei denen. So, jetzt muss ich erst den killen. Den Brutzler. Na gut, probieren wir's. Nein! Ach komm, das ist ein Bogenschütze da oben. Ein Brutzler von Wiesenhof. Verdammt. Und erneut. Bin ich langsam. Ah, so geht's. Okay. Aha. Das ist geschickt. Weil ich so nicht zurückfall vor denen. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ey! Oh. Nein!
Hüpft mich einer von der Seite an. Wie er tanzt! Du bist doch ein... Das ist doch... Er verhöhnt mich. Er hat mich verhöhnt. Er hat einfach den Fortnite-Siegestanz auf meiner Leiche getanzt, ey. Schweinerei. Und ich dachte, das Spiel wäre cool. Ach so, stimmt, da unten kam ja noch einer. Der Brutzler ist ein nerviger Geselle. Was ist denn das, was der macht? Ganz normale Magie wahrscheinlich. Ja, da ist 15 Goldsaum, ist schon auch der Way to go. Achtunddreißig, ja. Das passt. Mit der habe ich ein bisschen mehr Reichweite und die macht Magieschaden. Ich. Keine Ahnung. Wobei eigentlich ein Schild. Ja, doch, ich will ein Schild haben, weil. Wegen den Bogenschützen, die da unterwegs sind. Aua! Was zum. Er teleportiert sich weg, die Schweinebacke. Da nach hinten. Finde ich jetzt den Zahn auf die Schnelle? Nee. Ah, ah! Ja, der Wiesenhofer Brutzler, der da oben jetzt rumsteht, ey. Hier kann der mich aber wahrscheinlich nicht treffen. Hey, da liegt ja Loot. Ja, die Axt ist es halt auch irgendwie nicht, ne? Die macht mehr Schaden. Hey! Ja, kommt ihr ruhig alle her. Da habe ich kein Problem mit. Unter die Brücke. Wo ist der Brutzler? Der kam doch hier auch gerade runter.
Ja, guck mal, da ist er. Ihr seid mir zu viele mit Bögen. Wo ist denn der Brutzler hin? Da oben. Ja, genau, von vorne und von hinten. Schnauze! So. Okay. Funkeltitanit, hey, ich könnte die andere Waffe noch mal aufrüsten. Ah, wisst, hier gibt's doch 100 pro irgendwo hinter einem Buchregal einen Geheimweg. Oh Mann. Hi. Hallöchen. Noch ein Funkeltitanit. Wow. Oh mein Gott, wo bin ich denn? Nice. Na, ihr zwei. Jawohl, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja, ich hab's gewusst. Irgendwo ist so eine hässliche Kiste. Irgendwo muss ja eine sein. Brauch ein bisschen mehr Platz gegen dich. Aua! Kristallritterschild. So, und nun fahren wir mit dem Aufzug. Hier sind halt auch überall schräge Bücher drin oder so. Boah, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Lust, jedes Bücherregal anzuklopfen. Hallo?
Hallo? Boah, wer bist du denn, ey? Hallo? Noch ein Funkeltitanit. Mein Gott, ich hab Angst, dass ich hier jetzt sterbe. Okay. Boss-Time wahrscheinlich. Oder auch nicht. Mal gucken. Wir gehen durch den Nebel. Seth, der Schuppenlose. Was bist du denn? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Holy Guacamole, wie soll ich dich denn besiegen? What? Das ist neu. Habe ich da gerastet? Jetzt habe ich auf jeden Fall hier gerastet. Hätte ja klappen können. Wie denn? Ich hab. Nee, da muss ich. Ich muss an den irgendwie von hinten rankommen oder so. Keine Ahnung. Oh Leute, wartet mal. Bevor ich gegen euch kämpfe, hätte ich bitte gerne wieder meinen Stoßzahn. Nein, was zum. Was war das denn für eine Nummer? Oh wow. Okay, vergiss es. Ich will doch nicht mit dem Stoßzahn hier kämpfen. Verschlossen. Hey, du da draußen, kannst du mal aufmachen? Mach mal auf. Ha. Muss ich mich jetzt teleportieren oder wie? Mit diesem Leuchtfeuer ist kein Teleport möglich. Okay. Ha! Achso, ja klar seid ihr wieder da.
Aha. Was ist das denn? Boah, seid ihr eklig. Rennt der einfach an mir vorbei? Hey, komm zurück! Ich habe keine Lust, einen hinter mir und einen vor mir zu haben. Hey, Leute? Oh. Ich glaube, ich sollte mit. Ich verstehe nicht ganz warum, aber ich habe das Gefühl, ich sollte ebenfalls hier rauf. Ich hätte zuerst da hochgehen sollen. Scheiße. Ah, nein, nein. Das kenne ich schon, das Spiel. Du trittst mich dann von oben. Oh. Ups. Oh. Lass mich mal wieder hoch, bitte. Ihr seht nicht so aus, als könntet ihr Leitern hoch. Nein. Oh Gott. Er tritt. Shit. Ich würde sagen, ich habe mich in eine ausweglose Situation manövriert. Hey! Tschüss! Ey, nicht! Nicht! Oh Mann, ey. Warum kann ich hier lang? Gibt wohl keinen Grund. Hallo, seid ihr noch da? Stream ist gerade ausgefallen, falls YouTube sich gerade fragt. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ah, jetzt sind wir wieder da. Jetzt habt ihr die witzigste Aktion verpasst. Ich hab's geschafft. Ja, die beiden sind runtergefallen. Verschlossen.
Nee. Was ist das hier? Kommen die jetzt wieder hoch? Ja, aber Vollgas, ne? Ich bin mir nicht sicher, was ich hier tun soll, ehrlich gesagt. Ihr habt gerade wirklich die witzigste aller Aktionen verpasst, ne? Wie ich hier hochgekommen bin und das überlebt habe. Ja, mega ärgerlich. Also voll. Auf YouTube wird es dann da sein. Weil die Aufnahme lief einfach weiter. Da ist nichts passiert. Aua. Okay, das ging leichter als gedacht. Hi, warum hat man dich eingesperrt? Willst du nicht sagen? Na gut, von mir aus. Dieser Sound. Dieser Sound, der ist auch hart, hey. Was ist das hier überhaupt für ein gewaltiges Archiv? Wie ist verschlossen? Ich hab doch einen Zellenschlüssel. Hey, ihr zwei da unten. Hau dir jetzt ab, oder was? Kommt ihr? Autsch. Also storymäßig ist das Ziel wohl anscheinend. Dass ich der neue Herrscher werde und diese Welt hier von Archivzelle Extraschlüssel, okay. Diese Welt hier von dem Fluch der Untoten befreie so ein bisschen. Das ist die Story. Hier könnte ein Spoiler stehen. Und ich versuche gerade alle Mittel, also ich bin der auserwählte Untote und versuche gerade alles zu finden, damit, ich glaube, keine Ahnung, damit bewiesen ist, dass ich es auch wirklich bin. Weil das wohl nicht ganz so. Wow. Wow! Holy Guacamole! Ihr habt ja mächtige spitze Dinger. Nein, 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 nein. Wow! Knappes Pferd. Huh!
Da kommen noch mal vier von denen. Kommt mal her, ihr tanzenden. Ich weiß nicht mal, wie ich euch nennen soll. Wow, du kannst auch noch weit hüpfen. Nein, oh. Jawohl, einer noch. Die haben mir jetzt gerade schon ein bisschen Angst gemacht. Oh oh. So, kann jetzt einer mal diese grausige Musik da oben ausmachen? Ihr findet das geil, oder? Ach nö, ein Brutzler. Ist auch noch ein giftiger Brutzler. Oh oh. Dieser der Kleine. Oh oh, ouchie. Oh oh, shit, nein. Ah, ärgerlich. Diese Musik. Bleib mal, kann ich dich? Hey, die sind ja weg. Die kommen ja gar nicht mehr. Und die Musik ist aus. Nice. Das ist gut. Das ist gut. Obwohl ich die Musik noch nicht abgeschaltet hatte, aber wahrscheinlich, weil ich es nach da oben geschafft habe. Jetzt will ich aber auf jeden Fall meine 15.000 Seelen oder was das waren, die will ich schon wieder haben. Oh! Ach, ihr seid alle chillig, weil die Musik aus ist. Ja, guck mal einer an. Ach ja, der Brutzler. Der Brutzler brutzelt mir eine. Hi Brutzler. Nee, ist jetzt nicht so richtig cool. Erstmal kurz hier zurückholen. So, einer weniger. Sehr gut. Wichtig, wichtig, wichtig.
Mist, ich habe gehofft, ich komme in die Animation rein. Bin ich aber nicht. So, einer noch. Jetzt hat Lee. Ey, ja, Kenken, ich mach die Musik gleich wieder an. Riesentürschlüssel. Warum heult da jemand? Oder ich mache die Musik besser doch nicht wieder an. Obwohl. Jetzt müssten die ja da unten rausgehen, oder? Ja, guck mal. Haut ihr mal ab. Nee. Okay, ich mach sie wieder aus. Die wissen, wo ich bin. Das ist blöd. Willst du dir das auch privat anhören? Nein. Auf gar keinen Fall. Ja, ich komme gleich wieder, Jungs und Mädels. Ich gucke mich mal kurz hier um, was hier noch so geht. Eher lame. Nichts Besonderes. So, dann gucken wir mal, was das hier mit denen auf sich hat. Kann ich euch jetzt einfach oder kommt ihr? Ey, mit dir? Okay, ich kann mich jetzt erstmal gemütlich um den hier kümmern. Was ist das hier? Was ist hier für eine Versammlung von schleimigen Schleimviechern? Und wer blärt hier eigentlich rum? Bist du der, der rumheult? Oder du? Du warst die, die rumgeheult hat. Wie ihr beide. Wunder lindern, Sonnenlicht. Gnädiges Sonnenlicht. Wie verschlossen! Jetzt bin ich verwirrt.
Verschlossen. Autschi. War hier unten noch was, was ich übersehen habe? Nee. Ist jetzt der zusätzliche Kerkerschlüssel, macht der auch die Tür da oben auf? Der Kerkerschlüssel plus? Also die ganz, ganz, ganz oben? Da ist Loot. Das ist doch alles hier eine miese Trickserei. Wieso liegt da Loot rum? Und warum hast du eine Maske auf? Ist doch ein schlechter Witz. So, prügeln wir uns jetzt wieder auf der Leiter. Nee, nee. Wieso machst du das jetzt? Vorhin hast du mich nicht gehauen. Wie er mit seinem Bob es wackelt. Jetzt hat. So ist das vorhin auch passiert. Das ist Absicht vom Spiel. Kann das sein, dass das so funktioniert? Riesentürschlüssel. Ah. Hau zu! Warum kann ich nicht? Was ist los? Jetzt wieder. Okay. Nein! Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Sowas, also. Weil unten Riesentürschlüssel stand und nicht A oder so, dass ich hätte drücken müssen. Mann, 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 Mann. Leute, 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 Leute. Okay. Ich dachte, die rennen vielleicht los. Nö, sind sie nicht. Oh. Jetzt sehe ich, warum ich hier entlanglaufen kann. Oh mein Gott. Kapuze einer Maid. Weißer Seance-Ring. Spannend. So, und wie ich an den anderen Schund. Boah, hier gibt's bestimmt noch mehr so tolle Runterfallpassagen irgendwie. Da bin ich jetzt da reingekommen. Dann ist da hinten noch mal was. Oh je, oh je, oh je, oh je.
Wild. Ich will wissen, was hier los ist. Hallo? Ich höre doch was. Hi. Wieso schießt da einer mit Pfeil und Bogen von hinten auf mich? Hey, ich hab dich bemerkt. Unterlassen Sie das. Hätte ich diesen, muss ich den, diesen gigantischen Riesendrachen noch, oh. Och nö, ein Brutzler. Hey, nein, von oben noch ein Brutzler. Hier sind zwei Brutzler. Warum habe ich jetzt eine Menschlichkeit? Mist. Ey, ach Leute, da hinten steht wieder einer mit dem Bogen, der durch seinen Kumpel durchschießen kann. Nein. Mensch, wenn das im Paintball damals auch so funktioniert hätte. Was macht eigentlich dieser Seance-Ring? Kann ich dagegen Geister kämpfen? Zusätzliches Zauberei-Slot. Hören. Ihr wisst schon. So, gegen die Ululu-Zauberer da oben hilft ja eh gar nicht mein Schild überhaupt nicht, ne? Ja, jetzt wollen wir mal sehen, was ihr gegen meine Riesenkeule habt. Nicht Ululu! Ah! Der Pfeil! Meine Seelen zumindest zurück. Nein, nicht! Ah, du Pfeil! Mann, ey! Was ist denn mit ihm hier? Ha 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 ha.
Oh, reicht dann auch wieder. Braun Schild gegen die Kleinen. Oh, ja, genau. Gegen solche. Lass mich mal kurz durch, bitte. Ja, du. Mensch, Brutzler. Wo bin ich denn hier überhaupt jetzt? Was ist das alles hier? Warum? Okay. Schild hoch. Oh. Ich muss erstmal den Brutzler töten. Ich muss erst den Brutzler töten. Jetzt sind meine schönen Seelen, die 20.000 Seelen. Oh nein. Die sind jetzt irgendwo im Nirgendwo verschollen. Weil der Brutzler kommt ja, glaube ich, nicht wieder. Das war einer der Gegner, die wegbleiben. Bin immer noch am Überlegen, wie ich da hinkomme. Wegen dem Loot und so. War hier irgendwo so eine Plattform, wo man runter konnte? Ha. Vielleicht gucke ich da irgendwann mal nochmal. Ach so. Hier kann ich tatsächlich auch das hier tun. Hi. Kommen Sie, machen Sie Bekanntschaft mit meinem Zahn. Wons. Ach, es ist einfach so wunderbar dumm. Ach, guck mal, Ululu ist immer noch da. Und du hast einfach so hart als auf die 12 bekommen. Yes, Sir. So, der andere Ululu, um den kümmere ich mich später. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz... Aua! Ganz kurz meine Seelchen wiederholen, Leute. Ja, ich... Danke. So, Leute. Ich muss mal ganz kurz... Entschuldigung. Oh, diesmal springst du um die Ecke. Wonst. Oh, hi. Ach, ich finde diese Keule einfach so super. Was tut denn hier die ganze Zeit? Ah, er da drüben. Ja, pass mal auf, Freund. Ich habe schon gesehen, wie das hier funktioniert. Ich komme jetzt. Ich hab ihn einfach... Ah, mit dieser Riesenkeule kann man ja auch kritische Treffer von hinten machen. Ist ja super. Ich weiß ja nicht, wenn ich du wäre, ne? Und da kommt ein Typ mit einem riesigen Drachenzahn auf mich zu, der meinen Pfeilen ausweichen kann, dann würde ich mir ernsthafte Gedanken machen. Ich dachte, ich komme hier zum Brutzler, aber anscheinend nicht. Ja,
Ja, dann muss ich doch nochmal. Dann habe ich mich verguckt. Dann war die Treppe doch da unten auf dem Weg zu dem. Oder ist das ein doppeltes Stockwerk hier? Nee. Ganz normal. Eins runter und dann zum Brutzler. Weil der ist halt super nervig. Und wo geht's da drüben unten jetzt hin? Mein Gott, so viele Ecken und Winkel, Leute. War ich hier schon? Das sieht so aus, aber. Ah, man holt mit einem gewaltigen Dingen aus, um dann. Gut, ist eine echte Kiste. Funkeltitanin! So langsam kann ich diese Waffe ultra hoch aufleveln. So, also, hier hinten waren wir überall, das reicht. Haben wir alles. Donk! Also, jetzt aber bevor ich zum Brutzler gehe, werde ich auf jeden Fall einmal saufen. Ach, guck mal. Hä? Das ist doch ein Zwischenstockwerk. Irgendwie. Ha! Wie komme ich denn da hin? Da hinten durch. Aber oben nicht, ne? Oben ging nicht. Da hinten ist ein Durchgang. Ach, schau mal einer an. Okay, ja, dann muss ich wohl doch erst runterwärts. Das ist ärgerlich, weil eigentlich nervt der da oben ziemlich hart, weil der auch so schnell schießt und. Gibt's hier nochmal einen von eurer Sorte? Nee. Oh! Oh! Aber irgendeiner schießt mit dem Bogen von hinten auf mich wieder. Gerades Kristallschwert. Hey, davon habe ich ja schon mal eins gehabt. Und habe teuer Seelen dafür bezahlt. Du. Kollege, mit deinen Verfolgungspfeilen, das gefällt mir nicht. Aufhören bitte. Nee, hier geht's auch nicht. Da hinten sehe ich jetzt aber auch keinen Übergang, dass ich hier rüber gehen könnte und dann. Leute, hier war ich doch schon. Von da unten bin ich gekommen. Nee, bin ich nicht. Das sieht nur gleich aus. Oh, aua. Wo geht's denn hier lang, Leute? Das ist doch. Was ist das hier alles? Jetzt gehe ich doch mal da drüben runter. Ja, dann hat der Brutzler jetzt echt Glück gehabt. Okay. Darf ich halt nicht da durchlaufen? Hallo? Hey, ein Leuchtfeuer. Wo sind wir denn hier? Ab, ab. Leute. Wo sind wir hier? Also erstmal leveln. Ja, die Keule ist ganz cool. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt da hochlaufe. Ich dann doch lieber ein gigantisches Schild mitnehmen. Mist, und Havels Schild kann ich noch nicht mitnehmen. Was brauchte das? 50.
So, und jetzt ist die Frage, wo will ich eigentlich hin? Was ist mein Ziel? Ich suche die Herrscherseele von dem Typen, der hier irgendwo in den Archiven unterwegs ist, ne? Autsch. Gut, also. War ich jetzt hier drüben schon? Ja, hier drüben war ich auch schon. Ist hier nichts Besonderes, ne? Ich muss auf diese Zwischenebene kommen, glaube ich. Ich glaube, da oben geht es dann weiter. So wie sich das für mich anfühlt. Ach, guck mal, er da oben ist auch wieder da. Muss ich irgendwie auf die Zwischenebene kommen, auf der ich da vorhin, die ich vorhin nicht bemerkt habe. Ist das hier? Da will ich hoch. Ach, er wieder. Mit seinem Kollegen hier drüben, der von hinten. Ja, jetzt ist die Kagger am Dampfen. Ist mir. Ja. Ich will nur gucken. Lasst mich doch mal gucken, wo ich hin muss. Muss ich jetzt echt erst alles killen, damit ich halbwegs ordentlich hier schauen kann? Wo bin ich denn noch nicht lang gelaufen? Ich habe die Treppe umgedreht. Da oben lang, dann habe ich die Treppe gedreht, habe den anderen gekillt. Dann habe ich unten die Kiste geholt. Ich glaube, oben an der gegenüberliegenden, am gegenüberliegenden Ende war ich noch nicht. Lass mich mal durch. Aua, lass mich mal durch hier. Okay, da komme ich nicht durch. Wow. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, wo ich lang muss. Ja, ich weiß, dass ihr da hinten. Lasst mich doch erstmal gucken jetzt, bevor ihr mich hier alle anfragt. Bin ich von da gekommen? Ist das mein Start? Nee, wait, was ist das da drüben? Ah, doch, hier war ich schon mal. Und wo bin ich dann langgelaufen? Das hier unten müsste der Start sein, wo ich herkomme. Ja, klar. Ja, ah ja, guck mal, da ist Ululu. Wo bin ich denn dann lang? Hier war irgendwo ein Hebel. Da. Leute, das lassen wir mal ganz kurz. Lasst mich mal kurz hier den Hebel bitte bedienen. Tschüss. War schön mit euch. Und dann ging es hier rauf.
Und jetzt bin ich wieder beim Boss. Okay, aber was bringt mir dann dieses hintere Leuchtfeuer? Das bringt mir ja einen feuchten. Das ist doch absoluter Quatsch. Ich gehe jetzt hier wieder rein und sterb. 100 Pro. Das hier ist jetzt. Also, weil ich habe keine. Ich kann nichts dagegen machen, gegen das, was der da tut. Ich kann hier nirgends hoch. So, dass es irgendwie, dass er mich hauen würde oder so. Ha. Sehe ich nicht. Also den Kampf hier, den kann ich nicht gewinnen. Aber was ist das hier für ein Raum? Ich habe erstmal in meinem zweiten Encounter mit ihm. Er macht einen ganz schönen Lärm. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Wahrscheinlich versteht ihr kein Wort von dem, was ich sag. Erstmal die Ecke gefunden, in der er mich nicht treffen kann. Und jetzt kann ich mich hier in aller Ruhe umgucken. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Außer sterben gehen. Bin ich hier gezwungen? Geschicklichkeit. Tja, die habe ich nicht. Und ich habe keine passenden Pfeile. Ja, wir gehen mal sterben. Reicht dann auch wieder. Dieses GG well played. Das treibt mich irgendwann in den Wahnsinn, ich sag's dir. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Nein, jetzt sind ja wieder alle da. Ja gut, er ja, ist nicht so wild. Halb so schlimm. Ha. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich über ihm bin, aber ich bin nicht über ihm, ich bin unter ihm. Ich bin unter dem Drachen. Ob ich da hier irgendwie was einstürzen lassen kann oder so, keine Ahnung, war jetzt meine Idee. Aber das macht keinen Sinn, weil ich gehe ja hier nach oben und noch weiter nach oben und noch weiter nach oben und dann ist er da oben irgendwo.
Also ich weiß schon mal, wie ich wieder zu ihm komme. Es ist einfach, es macht einfach einen riesen Spaß mit diesem Drachenzahn, den Leuten einen auf die 12 zu geben. Ah, awesome. Von hier aus macht es das tatsächlich wesentlich einfacher zu überlegen, wie komme ich dahin? Hä, aber das. Hä, habe ich es vorhin bloß verkackt? Komm. Weil da ist kein Durchgang. So, und wenn ich hier umdrehe. Ach, da ist der Durchgang. Ja, doch, dann habe ich es vorhin einfach irgendwie bloß verrallt. Dann habe ich es vorhin einfach verrallt. Ah, nee, die Treppe ist auf der falschen Seite. Die ist ja nicht hier. Die Treppe ist auf der falschen Seite. Hier komme ich gar nicht rüber. Genau das war das Problem. Aber die Treppe zu drehen bringt mir hier auch. Dadam! Ich bin ein Step. Hä? Bin ich jetzt blöd, ey? Nein! Lass mich da durch! Oh Mann, ey! Hä, warum? Warum bin ich so dumm? Ich bin doch von hier gekommen. Da war doch hier zu gerade, oder bin ich einfach blind gewesen? Ululu, 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 ululu. Ach, come on. Seh nix. Ululu. Ululu. Aua. Ich will wissen, was da rechts ist. Der Magier-Boy ist mir jetzt gerade egal. Hi. Wer bist du denn und wo sind wir hier? Oh, jetzt trifft er mich gleich. Nee, doch nicht. Okay. Ja, doch, er trifft mich. Wow. Ey. Einfach mal irgendwelche Hebel ziehen. Da öffnet sich ein Geheimgang. Yay. Okay. Kristallglut. Cool. Ich hab's schon wieder sowas von satt gegen eine dämliche Kiste zu kämpfen.
Symbol der Gier. Verzaubertes Falchion. Riesenzellenschlüssel. Oh. Könnte das der Schlüssel da unten sein? Robe der Kanalisierer. Aha. Nett. Oh, und dann gucken wir mal, wo es hier runter geht, hä? Treppe, öffne dich. Haha! Hi! Prismastein! Was konnte der nochmal? Der wurde mir irgendwie angepriesen, glaube ich. Oh, ich habe schon 20 dafür. Dient auch zur Höhenmessung. Okay, nee, brauche ich nicht. Anderer Eingang zum Boss oder was? Nee. Hä? What the? Wo bin ich jetzt? Ach du Scheiße. Oh, Autschi. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass du mir ein kleines bisschen wehtun wirst. Autsch. Da komme ich einfach nur irgendwo im Nirgendwo aus so einem. Ich bin komplett verwirrt. Da habe ich jetzt. Moment, ich habe den Riesenzellenschlüssel. Moment, 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 Moment. Moment. Einen Moment, bitte. Will ich aber nicht mehr mit dem Ding kämpfen. Sondern ich gehe wieder auf mein gewohntes Loadout. Hi. Ja, die Anvisierung hier ist auch manchmal richtiger Crap, ehrlich gesagt. Ach, guck mal, ich hab den erwischt. Haha! So, Riesenzellenschlüssel. Was tut hier so? Also, das Leuchtfeuer. Also ich vermute mal, dass der Riesenzellenschlüssel die Zelle da unten öffnet. Also gucken wir mal. Ich wüsste jetzt, ich bin gerade am Überlegen, ich wüsste jetzt keinen anderen.
keinen anderen Zweck. Außer diese Tür hier hinten. Nope. Schlonk. Den Stachel einmal durch die Brust gekriegt. Jawollo. Wo kommt er denn her? Von oben. Jawohl. Wusste ich. Feuerhüterseele. Nett. Lol. Ich wusste gar nicht, dass man Türen wieder zumachen kann. Okay, gut von mir aus. Boah, ey, jetzt wird's dann langsam echt. Ich bin hart am Überlegen, was ich machen soll. Ich bin sehr, sehr hart am Überlegen. Also ich bin, also das eine, was ich irgendwie denke, ist, ja gut, gehe ich halt doch mal. Leveln für den, für diesen Drachentöterbogen. Und dann versuche ich den Boy mit dem Drachentöterbogen zu killen. Ich habe eine Stelle gefunden, an der ich keinen Schaden bekomme. Let's go, why not? So, ne? Ist eine Überlegung. Dann level ich für den Drachentöterbogen. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man den haben muss. So, warum werde ich gezwungen, einen Gegenstand zu benutzen? Das glaube ich nicht. Das kaufe ich dem Spiel irgendwie nicht ab. Das passt nicht dazu. Ich vermute, dass ich an der Stelle, an der ich da rauskomme, einfach falsch bin. Dass es noch einen anderen Zugang zu diesem Boss gibt. Mal ganz kurz gucken. Also, da habe ich jetzt noch nicht rausgeguckt. Aber muss ich auch nicht. Da hinten ist das Leuchtfeuer drauf.
Nee, hier ist das Leuchtfeuer drauf. Es wird mir nur nicht angezeigt. Und da hinten bin ich rausgekommen und dann waren hier unten so Wesen. Brauche mal kurz den Drachenzahn. Ich brauche kurz den Drachenzahn. Und ich brauche unbedingt diese bodenlose Kiste, um mir diesen Blödsinn hier mit dem Inventar zu erleichtern. Aua! Ach, immer wieder toll. Shit. Ich wollte trinken, aber da wurde ich gerade beschossen. Gut, damit haben wir eine Folge durch für YouTube auf jeden Fall. Eine geht noch. Also, danke fürs Einschalten.